Tja Leute, hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Dezember-Zeitreise, heute am 19. Dezember. Und wie alle anderen Tage zuvor, habe ich natürlich auch heute wieder versucht für euch geschichtlich interessante und relevante Themen herauszusuchen. Unseren ersten Halt am heutigen Tag machen wir im Jahre 1909, natürlich auch wieder am 19. Dezember, ist ja ganz klar. Und an diesem Tag wurde dieser Verein hier gegründet, ganz genau Borussia Dortmund. Wir haben ja schon mal vor ein paar Tagen drüber berichtet, was mit Borussia Dortmund war. Aber da gibt es natürlich auch viele Fakten zu erzählen. Ja, neben 8 deutschen Meisterschaften und 3 DFB-Pokalsiegen gewann der BVB 1966 den Europapokal der Pokalsieger und war damit der erste deutsche Verein überhaupt in einem Europapokal, der gewonnen hatte, und 1997 die Champions League, und im selben Jahr wurden sie, wie bekannt, natürlich Weltpokalsieger. Unseren nächsten Halt machen wir im Jahr 1975, und das betrifft eigentlich wieder alle Deutschen, denn es geht um das hier, was ihr hier seht. Ja, da sagt ihr, toll, das ist doch nur eine Autobahn. Ja, aber es gab am 19. Dezember 1975 eine deutsch-deutsche Vereinbarung über den Ausbau der Transitstrecken nach Berlin. Bei den damaligen Transitstrecken war es halt so geregelt, dass der Verkehr zwischen Berlin und Westdeutschland sich nur auf diesen Streckenabschnitten bewegen durfte. Es musste eine Gebühr entrichtet werden und man durfte diese Strecke auch nicht einfach verlassen. So war das damals, als Deutschland noch geteilt war. Nicht ganz einfach. Ich kann mich an die Zeiten noch gut erinnern. Unser nächster Halt ist im Jahr 1983, und auch bei diesem Halt geht es eigentlich wieder so ein bisschen um den Fußball. Und zwar geht es da um das hier, was ich euch hier einblende. Einige von euch werden das kennen. Das ist der damalige oder alte Weltpokal, der bis 1970 vergeben wurde, der Jules Rimet-Pokal. Und der wurde am 19. Dezember 1983 dem brasilianischen Fußballverband entwendet, denn den Brasilianern wurde er damals fest übergeben. Es gab ja dann 1974 einen neuen Pokal, und dieser Pokal ist auch nie wieder aufgetaucht, denn der wurde von den Dieben eingeschmolzen. Man hat ihn dann nachher in Deutschland in einer Goldschmiede nachgebaut und ihn den Brasilianern wieder überreicht. Und es war nicht das erste Mal, er ist schon einmal weggekommen, aber damals wieder aufgetaucht. Nur schade, dass das Original jetzt für immer zerstört ist und die Brasilianer mit einer Kopie leben müssen. Unser nächster Halt findet nur ein Jahr später statt, im Jahre 1984. Und da geht es um ein Computerspiel. Das zeige ich euch hier. Da werdet ihr wahrscheinlich lachen und sagen, was ist denn das? Ja, das war River Raid, damals ursprünglich für den Atari 2600 programmiert. Und dieses Spiel war etwas ganz Besonderes, denn das war das erste Videospiel in Deutschland, das als gewaltverherrlichendes Spiel indiziert wurde. Heute kann man sich das kaum vorstellen, aber es ist tatsächlich so gewesen. Es wurde dann noch auf andere Konsolen portiert, und aufgrund der Indizierung war es natürlich sehr beliebt und begehrt. Tja, so war das damals in den 80ern. Tja Leute, und unseren letzten Halt am heutigen Tag machen wir im Jahr 1998, und das führt uns wieder nach Amerika, und da geht es um eine ganz bestimmte Person, die zeige ich euch jetzt. Tja, das ist Bill Clinton, einige von euch werden den wahrscheinlich noch kennen, der war mal amerikanischer Präsident, und am 19. Dezember 1998 hat das Repräsentantenhaus in Washington für eine Amtsenthebungsklage gegen Bill Clinton wegen Meineids abgestimmt. Tja, das Ganze resultierte damals aus der Lewinsky-Affäre. Weiß ich nicht, ob euch das was sagt. Die Monika Lewinsky, da soll einiges passiert sein, was er erst abgestritten hat und dann später dann doch gewisse Dinge eingeräumt hat. Und aufgrund dieses Meineids, den er da abgelegt hat, wurde diese Klage dann nachher angesetzt und durchgesetzt. Tja Leute, das war's zum
19. Dezember von mir für heute. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen was für euch dabei, was in eure Erinnerung zurückgekehrt ist. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao, euer Dirty Harry.